Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wickel jetzt seit fast 2 Jahren meine Tochter mit Stoffwindeln und ich habe schon ganz, ganz viele Nachrichten bekommen zum Thema Lagern, Waschen, Systeme, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Stoffwindeln ist ein Thema, welches immer präsenter wird hier bei uns und das ist super wichtig und auch ich möchte dazu beitragen, dass es noch präsenter wird. Ja, warum habe ich mich damals für das Wickeln mit Stoff entschieden? Und zwar stand es für mich eigentlich schon vor der Schwangerschaft fest, dass ich mein Kind mit Stoffwindeln wickeln werde. Ich habe mir ganz, ganz viele Videos dazu angeschaut und für mich stand, wie gesagt, fest, das ist mein Ding und ich möchte das gern machen. Ja, dann ist meine Tochter geboren und wir haben fast ein halbes Jahr mit Wegwerfwindeln gewickelt. Ich war mega unzufrieden, denn die Wegwerfwindeln haben extrem nach Urin gestunken. Damals dachte ich noch, das sei normal. Und mein Kind war dauerhaft wund. So, dann auch die ganzen Müllberge, der total stinkende Windeleimer. Es war einfach nicht mehr schön. Und dementsprechend haben wir uns dann ja, ungefähr mit 5 oder 6 Monaten dafür entschieden, mit Stoff zu wickeln. Und ja, das war so unsere Geschichte. Bis jetzt klappt alles super. Meine Tochter ist fast gar nicht mehr wund. Und wenn dann nur, wenn sie Zähnchen kriegt, da können aber auch die Stoffwindeln nichts dafür. Ich möchte euch heute erklären, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Was sind Stoffwindeln? Was brauche ich eigentlich, wenn ich mit Stoff wickeln möchte? Wie funktioniert das Waschen? Kann ich eigentlich meine normalen Klamotten noch in der Waschmaschine waschen, wenn ich da davor Stoffwindeln gewaschen habe? Und wie lagere ich die eigentlich? Kann ich die, muss ich die trocknen vor der Wäsche oder muss ich sie einfach lagern? Wo lagere ich sie? Wie lagere ich sie? Brauche ich dafür einen Windeleimer? Wie funktioniert das? Was ist der Unterschied zwischen Wegwerfwindeln und Stoffwindeln? Was sind die Vorteile und Nachteile vor allen Dingen? Auch die Nachteile an Stoffwindeln, das muss man natürlich auch sagen und erzählen. Und genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Wäsche, denn ich glaube, das ist die meistgestellteste Frage. Wie wasche ich Stoffwindeln und vor allem, kann ich danach noch normale Wäsche waschen oder brauche ich 2 Waschmaschinen? Genau, Thema Wäsche. Also, bei uns ist es so, ich wasche einmal die Woche, das heißt alle 6 bis 7 Tage, immer dann, wenn unser Wäschekorb, wo ich unser Stoffwindeln lager, voll ist. So. Wie lagere ich meine Stoffwindeln? Meine Stoffwindeln lagere ich einfach in einem offenen Korb. Der ist an den Seiten offen, da ist nämlich so ein Gitter sozusagen und der ist nach oben hin offen. Das ist ganz wichtig bei den Stoffwindeln, denn Stoffwindeln stinken nur, wenn sie keine Luft bekommen. Dann zersetzt sich nämlich der Urin. Bekommen die Stoffwindeln Luft, riechen sie fast gar nicht. Natürlich, wenn dein Kind keine Muttermilch mehr bekommt und feste Nahrung, dann stinkt natürlich der Stuhlgang, das ist ganz normal. Da hat man aber auch eine andere Möglichkeit und zwar sind das sogenannte Wetbags. Wetbags sind super beliebt, auch bei Müttern die oder bei Eltern, die nicht mit Stoff wickeln, denn das sind Nasstaschen, die man einfach waschen kann. Und sie sind atmungsaktiv. Das ist eben bei Stoffwindeln super, super wichtig. Das heißt, es ist einfach ein Beutel, der besteht aus PUL und zwar aus dem gleichen Stoff wie Stoffwindeln. Das heißt, er ist innen wasserdicht, dennoch kommt von außen Luft rein. Das ist super praktisch bei nasser Wäsche im Kindergarten zum Beispiel, wenn die Kinder sich eingesaut haben und man keine Plastiktüte verwenden möchte, kann man stattdessen die nasse Kleidung hier reinpacken. Und auch wenn man sie dann im Auto vergisst, schimmeln die Klamotten nicht, sondern sie bekommen eben Luft. Genauso ist es bei den Stoffwindeln. Das heißt, wenn dein Kind die Stoffwindeln jetzt über Nacht getragen hat, die ist voll gepinkelt, voller Stuhlgang, einfach komplett in diesen Wetbag reintun, zumachen hier mit einem Reißverschluss und aufbewahren. Da passen ungefähr 5 bis 6 Windeln rein, hier in diese Größe. Die gibt es aber auch in XL oder in noch kleiner für unterwegs. Genau, das heißt, hier könnt ihr die Windeln drin lagern und dann riecht ihr gar nichts mehr.
Bei uns ist es so, dass wir die Windeln, wie gesagt, in einem offenen Korb aufbewahren. Und wenn dieser voll ist, weiß ich ganz genau, okay, das ist eine Waschladung bei mir. Und dann wasche ich meine Windeln. Im Kinderzimmer habe ich auch so einen Redback stehen, einen großen. Denn wenn es zu schlimm riecht, zum Beispiel die Stuhlgangwindeln, dann tue ich sie hier in den Redback. Wie gesagt, der Redback ist nicht nur etwas für Stoffwindeleltern, sondern auch perfekt in der Kita für nasse Wäsche, denn man spart sich dann die ganzen Plastiktüten, die die Kita-Erzieher immer gerne benutzen bei vollgepischter Wäsche. Aber hier, die sind wirklich sehr, sehr praktisch, kann ich jedem empfehlen. Gibt es in ganz verschiedenen Größen und auch hier super zum Aufhängen. So, und wie wasche ich jetzt die Windeln? Also, die Windeln kommen, so wie sie sind, komplett in die Waschmaschine. Das heißt, ihr müsstet eigentlich nur kurz vorher, wenn euer Kind keinen Muttermilchstuhl mehr hat, dann könnt ihr ein Windelvlies verwenden. Das sieht so aus. Das ist einfach hier ein Blatt. Das bekommt ihr bei Rossmann, bei Butni, bei DM. Die ganze Rolle, das sieht ein bisschen aus wie Toilettenpapier und es ist auch fast dasselbe. Das sieht so aus, das ist Windelvlies und das tut ihr einfach bei jedem Wickeln in die Windel rein. Zieht euer Kind die Windel an und wenn euer Kind Stuhlgang hat, könnt ihr einfach das Windelvlies nehmen und mit dem Stuhlgang, der dann nicht durchläuft, einfach in die Toilette geben und runterspülen. Die Windel ist dann sauber von Stuhlgang, natürlich ist Urin noch drin und kann so ein bisschen braun sein. Das ist aber nicht schlimm und das schafft die Waschmaschine auch super zu reinigen. Wie ihr seht hier, die Windeln sind fast komplett weiß. Und dann könnt ihr die Windel so einfach in die Waschmaschine geben. Und wie gesagt, das Windelvlies einfach in die Toilette. Wenn euer Kind nur gepiescht hat, könnt ihr das Windelvlies einfach mit in die Waschmaschine geben. Das kann man bis zu 3-4 Mal wieder benutzen. Das könnt ihr einfach auf die Wäscheleine nachher mithängen. Und dann könnt ihr es wieder benutzen. Es wird beim zweiten oder beim ersten Mal waschen nur einfach ein bisschen kleiner, lässt sich aber dennoch super verwenden. Das heißt, wenn euer Kind gepiescht hat, ist das keine Verschwendung, sondern ihr könnt es, wie gesagt, nochmal verwenden. Und die ganze Rolle gibt es, wie gesagt, bei DM, bei Rossmann oder ähnliches. Das heißt, da braucht man auch nicht gucken, okay, das ist jetzt fast leer, ich muss jetzt sofort online bestellen, sondern das gibt es auch schon in der Drogerie. So, das heißt, ihr könnt einfach alle Windeln, so wie sie sind, in die Waschmaschine werfen. Und dann wasche ich auf Intensivwäsche mit Vorwäsche, extra Spülen und Flecken. Das dauert bei uns ungefähr 3 Stunden und dann geht es los. Als Waschmittel benutze ich das Baby Sensitiv von Rossmann. Das ganz einfache, da kostet die Tüte fast 3 Euro. Das benutze ich allerdings auch für unsere Wäsche, also ich benutze das für alles. Und das Waschmittel ist wirklich sehr, sehr gut, auch für Stoffwindeln. Es wurde mir von einem Stoffwindelshop geraten, weil das eben günstig ist und man braucht da nicht unbedingt ein Waschmittel, was extra für Stoffwindeln ist, sondern einfach nur eins, was nicht so sehr angreift und was eben sensitiv ist. Dementsprechend kann ich euch das von Rossmann sehr, sehr gut empfehlen. Genau, das also zum Waschen. Wenn die Waschmaschine dann fertig ist, könnt ihr die Stoffwindeln in den Trockner werfen, was ich allerdings nicht empfehle, weil erstens die Außenhülle von den Überhosen, die aus PUL sind, das kann im Trockner kaputt gehen. Natürlich nicht beim ersten Mal, aber wenn man das öfter macht, kann es sein, dass das kaputt geht. Und die Stoffwindeln halten dann nicht mehr so lange, das heißt, sie werden schneller älter. Das heißt, mit jeder Trocknungsladung sozusagen werden die Stoffwindeln immer ein bisschen älter. Bei mir ist es so, ich trockne meine Stoffwindeln ausschließlich auf der Wäscheleine. Das ist erstens besser für die Umwelt und zweitens spart es unglaublich Energie. Die Stoffwindeln brauchen bei mir auf der Leine 1 bis 2 Tage. Die großen, dicken Nachtwindeln brauchen immer so 2 Tage und die Überhosen kann man bereits, weil da ist ja nichts drin, das erzähle ich euch gleich aber nochmal, aber die normalen Überhosen, da ist ja nur die Außenhülle sozusagen, die kann man nach einer halben Stunde oder einer Stunde schon wieder verwenden. Genau, das also zum Thema Waschen. Wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lagern habe ich euch auch erklärt, das ist also auch super einfach und da muss man sich auch wirklich keine Gedanken machen. Das heißt, ihr braucht die Stoffwindeln auch vorher nicht irgendwie zu trocknen, das habe ich jetzt tatsächlich schon öfter gehört,
sondern ihr tut die einfach, wie gesagt, in einen Redbag oder in eine offene, ein offenes Gefäß, einen offenen Windeleimer eventuell. Hauptsache, es kommt Luft dran. So, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den Windeln allgemein. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wie ist es aufgebaut und was für Einlagen gibt es und was für Windeln gibt es? Und zwar würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der All-in-One. Denn das ist zur Wegwerfwindel wirklich das Gegenstück. Wir haben hier eine Wegwerfwindel und die Wegwerfwindel zieht ihr einfach eurem Kind an. Das heißt, ihr klappt sie auf, klappt die Flügel auseinander, zieht sie eurem Kind an und macht sie zu. Dann trägt euer Kind die ungefähr 3 Stunden. So, diese Stoffwindel kann das Gleiche, denn sie hat eine oder 2 Einlagen schon drin und eine ist auch noch hier unten vernäht. Das heißt, ihr macht sie auf, zieht sie eurem Kind an, knöpft sie hier an der Seite zu und euer Kind trägt sie 3 Stunden. Genau dasselbe wie eine Wegwerfwindel, nur deutlich besser für euer Kind und besser für die Umwelt. Das ist also das einfachste Prinzip einer Stoffwindel, nämlich die All-in-One. Das heißt, es ist alles in einem. Ihr könnt sie wirklich so komplett anziehen und dieses System wird sogar in den meisten Kindergärten schon erlaubt. Das heißt, ihr braucht euch da auch keine Gedanken machen, wie ist es in der Krippe oder im Kindergarten, kann mein Kind da auch mit Stoff gewickelt werden. Die meisten Kindergärten bieten diese All-in-One-Systeme eben an. Also, dass ihr euer Kind da mit All-in-Ones gerne hinbringen könnt, denn es ist einfach super einfach, denn es ist wie eine normale Wegwerfwindel. Hier könnt ihr natürlich noch das Vlies reintun und sonst braucht ihr da nichts mehr bestücken. Wenn diese 2 Einlagen nicht reichen für euer Kind, dass es ungefähr 3 Stunden hält, dann könnt ihr zum Beispiel noch eine extra Einlage, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, einfach oben drauflegen oder unten drunter. Dann hält es einfach eine Pipi-Ladung mehr. Also ungefähr je Einlage eine Pipi-Ladung. Und genau, so könnt ihr eben auch diese All-in-One eurem Kind anpassen, je nachdem, wie viel es eben piescht. Aber so an sich ist die All-in-One eben komplett. Das heißt, ihr könnt sie so eurem Kind anziehen. Und diese All-in-One ist eine One-Size. Das heißt, die passt von 6 bis 16 Kilo. Denn wir haben hier vorne Knöpfe und dort könnt ihr die in der Größe verstellen. Das heißt, wenn euer Kind jetzt 6 Kilo wiegt, könnt ihr sie einfach hier oben zusammensnappen. Und dann ist die Windel viel, viel kleiner und passt dann so eben schon im 2. oder 3. oder 4. Monat. Lia ist schon groß, sie braucht schon die größte Einstellung, aber dennoch passen die super bis zum Trockenwerden. Ihr braucht bei diesen Stoffwindeln also immer nur eine Größe. Das heißt, ihr braucht da nicht nach jedem paar Monaten die Größe wechseln, so wie bei den Wegwerfwindeln, wo man schauen muss, okay, ist die jetzt zu groß oder ist die zu klein, sondern die Stoffwindeln passen einfach fast die ganze Windelzeit. Es gibt dort natürlich auch die Neugeborenenwindeln. Die haben wir uns jetzt auch fürs 2. Kind angeschafft. Denn wir wollen diesmal von Geburt an mit Stoff wickeln. Ich möchte die Anfangszeit noch mit Wegwerfwindeln wickeln, deswegen habe ich hier auch die ganz kleinsten von meiner Tochter noch da. Einfach bis der Nagel abgeheilt ist. Dafür gibt es aber auch bereits Stoffwindeln für Neugeborene, und zwar ist das diese hier. Die hat hier oben einen extra Snap. Das heißt, man kann das obere Stück runtersnappen. Und dann wäre der Bauchnabel frei und kann genug trocknen. Aber man kann auch diese hier mit Nabel verwenden, denn die Innenseite hier saugt keine Flüssigkeit auf und dementsprechend wäre auch hier der Nagel vom Kind immer trocken. Was ist jetzt der Unterschied zu den neugeborenen Windeln und der One Size? Ganz einfach, ihr seht den Unterschied, glaube ich, extrem. Selbst wenn wir die One Size auf die kleinste Größe snappen, so wie ich sie euch gerade schon gezeigt habe, ist sie für Neugeborene einfach noch viel zu groß. Die One Size ist von 6 bis 16 Kilo ungefähr
Und mit diesen kleinen neugeborenen Windeln könnt ihr bereits ab 2,5–3 Kilo starten. Das heißt eigentlich mit einem normalen Geburtsgewicht könnt ihr hier direkt wickeln. Auch das hier ist eine All-in-One. Das heißt, es ist alles mit drin und ihr könnt das Kind so direkt wickeln. Hier haben wir Klettverschluss. Bei den Stoffwindeln gibt es eben Klettverschluss und Druckknöpfe. Das ist allerdings eine Entscheidung, die ihr für euch treffen müsst. Wir haben beides, weil ich da ja, mich nicht entscheiden konnte und ich beides sehr, sehr praktisch finde. Zuerst war ich Team Druckknöpfe, weil viele gesagt haben, die Klettverschlüsse gehen schnell kaputt bzw. fransen aus durch das ganze Waschen. Da habe ich bis jetzt aber keine schlechten Erfahrungen gemacht. Meine Stoffwindeln, die ich jetzt 2 Jahre benutze, sehen immer noch top aus am Klettverschluss und dementsprechend empfehle ich da beides. Manche Kinder reagieren nicht gut auf Klettverschluss. Zum Beispiel hat meine Tochter manchmal durch diesen Klettverschluss hier am Bauch ein paar rote Stellen. Einfach wenn sie sich viel beugt und so am Tag. Aber das könnt ihr, wie gesagt, für euch entscheiden, wie das da am besten passt. So, wie gesagt, diese Windel ist auch eine All-in-One. Das heißt, ihr könnt sie so benutzen, wie sie ist. Ihr könnt sie natürlich auch noch ein bisschen boosten, ein bisschen bestücken. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine extra Einlage mit reingebt. Je nachdem, wie euer Baby eben piescht. Es gibt Neugeborenenwindeln, die sind fest. So wie diese hier. Oder es gibt Neugeborenenwindeln, da könnt ihr auch noch etwas snappen. Das heißt, meistens einen Knopf könnt ihr die Windeln noch verkleinern oder eben vergrößern. Zum Beispiel wie bei dieser Überhose hier. Das ist natürlich sehr praktisch, weil dann ist es für den Übergang sehr gut von der kleinen Neugeborenenwindel zu dann dieser Überhosenwindel, One-Size-Windel. Die Neugeborenenwindel gibt es eigentlich in allen Varianten, in der es die One-Size auch gibt. Das heißt, ihr bekommt die Höschenwindeln auch in klein. Das Ganze sieht dann so aus. Der Unterschied ist auch deutlich erkennbar. Und ihr bekommt, wie gesagt, die Firmen auch meistens alle in Neugeborenen. Also, falls ihr da eine bestimmte Marke habt, wenn ihr mit Neugeborenenwindeln anfangt, die ihr auch gerne in der One-Size-Größe hättet, gibt es da meistens auch keine Probleme, denn fast jede Firma bietet Neugeborenen und One-Size an. Die Neugeborenenwindeln wascht ihr einfach wie die One-Size-Windeln, das ist genau das gleiche Prinzip und da müsst ihr auch nichts anderes beachten. Neugeborenen haben einen Muttermilchstuhl oder einen Prästuhl, der ist wasserlöslich, das heißt, ihr braucht hier kein Windelvlies benutzen. Denn der Muttermilch- und Pränahrungsstuhl verschwindet so in der Waschmaschine, weil er eben, wie gesagt, wasserlöslich ist. Da braucht ihr euch auch keine Gedanken machen, da bleibt auch nichts über. Die Windeln sehen danach aus wie neu meistens. Es können hier und da mal ein paar braune Flecken da bleiben. Dann legt ihr die Windeln einfach in die Sonne zum Trocknen und dann zaubert die Sonne euch alles wieder raus. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Tipp, auch bei den One-Size-Windeln. Denn genau, die Sonne bleicht das sozusagen aus. Sonst, wie gesagt, müsst ihr nichts beachten bei der Wäsche. Bei den Klettverschlüssen habe ich noch eine Sache und zwar gibt es sozusagen immer ein Wäscheklett, zum Beispiel hier am Rücken des Kindes. Der ist super weich, der schadet dem Kind also auch nicht. Und da müsst ihr hier die Kletts in der Waschmaschine einmal befestigen. So sieht das Ganze dann aus und dann könnt ihr das Ganze in die Waschmaschine geben. Das ist einfach dafür da, dass in der Waschmaschine nicht passiert, dass er sich hier vorne wieder festsnippt, dann wird er drinnen nämlich nicht sauber. Oder, was auch ganz oft passiert bei mir, weil man dann doch mal ein Klett vergisst, dass er sich einfach an andere Windeln mit Klett festklebt und dann habt ihr nachher so einen Riesenwürfel mit ganz verschiedenen Windeln aufeinander. Und dementsprechend gibt es halt immer ein Wäscheklett, einfach festmachen vor der Wäsche und dann so in die Wäsche geben. Das Problem habt ihr natürlich bei Snappies nicht. Das kann da nämlich nicht passieren. Die Waschmaschine bekommt es nicht hin, die wieder festzusnappen. So, dann gehe ich jetzt mal auf die verschiedenen Systeme ein. Da habe ich bereits schon mal ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Ich erkläre es jetzt aber nochmal ganz, ganz schnell. Das hier sind, wie gesagt, die All-in-Ones. Das heißt, es ist alles drin, was ihr braucht. Ihr könnt die Windel so komplett anziehen. Dann gibt es Pocketwindeln. Pocketwindeln heißt, dass ihr Einlagen reinstecken könnt. Die haben meistens hinten am Popo eine Lasche. Da könnt ihr dann
die Einlagen reinstecken. Das ist praktisch für Eltern, die gerne selber entscheiden, welche Einlagen sie verwenden. Es gibt nämlich sehr, sehr viele verschiedene Einlagen, Bambus oder Baumwolle. Das könnt ihr euch dann einfach selber entscheiden, was ihr da gerne hättet. Und manche Einlagen saugen halt auch ein bisschen mehr und manche ein bisschen weniger. Und dementsprechend entscheiden sich viele Eltern für dieses System, einfach weil sie dann selber entscheiden können, was tue ich in die Windel rein. So, die Pocketwindel müsst ihr also immer selber bestücken. Das heißt, ihr sucht euch einfach eure Einlagen raus, die ihr gern hättet. Das kann alles sein, das kann ein T-Shirt sein, das kann ein Handtuch sein. Hauptsache irgendwas, was saugt. Und das steckt ihr dann einfach hier in die Lasche, zumachen und die Pocketwindel ist fertig. Was der Vorteil ist jetzt bei einer Pocketwindel, ist eben, dass ihr selber entscheiden könnt, was tue ich rein, was möchte ich am Popo meines Kindes und was saugt bei meinem Kind am besten. Das ist nämlich auch bei jedem Kind unterschiedlich. Das muss man einfach probieren, welche Einlage am besten saugt und welche auch am besten passt. Genau, sonst ist der Unterschied nicht groß. Wenn ihr die Einlagen reingetan habt, ist es einfach wie eine All-in-One auch. Das heißt, ihr macht sie einfach zu und fertig ist. Und die Pocketwindel kommt auch so, wie sie ist, in die Waschmaschine. Ihr braucht dann nicht die Einlagen vorher rauszuholen oder ähnliches, sondern einfach, wenn nötig, das Windelvlies rausnehmen mit dem Stuhlgang und sonst einfach so in die Waschmaschine geben. So, und dann kommen wir eigentlich zu dem beliebtesten und günstigsten System, denn das Überhosensystem. Das Überhosensystem ist ja eigentlich ganz einfach und beschreibt das Stoffwindeln, das Wickeln mit Stoff zu 100%. Denn wenn du wickeln willst mit Stoff, brauchst du einen saugenden Teil. Einlagen zum Beispiel. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Wie gesagt, ein Handtuch, ein T-Shirt. Hauptsache irgendwas, was Flüssigkeit aufsaugt. Und ihr braucht einen wasserdichten Teil. Das ist im Endeffekt die Außenhülle einer Stoffwindel bzw. die Überhose. Das ist nämlich der PUL-Stoff. Der ist wasserdicht, allerdings atmungsaktiv. So ist das Ganze bei allen Stoffwindeln. Das heißt, auch die Pockets und die All-in-Ones haben alle außen den wasserdichten Stoff und innen etwas, was saugt. Bei der All-in-One ist es drinnen, ist schon vorhanden und bei der Pocket müsst ihr den saugenden Teil eben hinzufügen. Aber die außende Hülle muss immer wasserdicht sein und das Innere muss immer saugen. Das ist eigentlich so das, was Stoffwindeln, was einfach das Prinzip ist, Stoffwindel. Also ihr braucht einfach nur eine wasserdichte Hülle und einen saugenden Teil. Den saugenden Teil ist bei mir am liebsten eine Prefall. Das ist das hier. Das ist eine faltbare Einlage. Die besteht hier aus 3 Lagen und in der Mitte aus 6 Lagen. Das heißt, sie saugt extrem viel. Und ich benutze immer diese Prefall und einen extra Booster. Und diese Kombination hält bei uns 4 Stunden. Und diesen saugenden Teil tut man jetzt einfach hier in den wasserdichten Teil. Das heißt, ich stecke jetzt hier einfach unter die Laschen einfach meine Einlage. Und somit ist die Windel komplett fertig. Das heißt, ihr könnt die so ums Kind rum und sie hält 4 Stunden dicht. Das ist also jetzt genau dasselbe wie eine All-in-One. Denn wir haben hier den saugenden Teil drinnen schon eingenäht und außen den wasserdichten Teil. Das heißt, bei einer Überhose ist es eigentlich nur so, ihr müsst einfach nur den saugenden Teil hinzufügen, genauso wie bei der Pocket. Nur, dass die Pocket halt eben zwischen Einlage und dem Kindpopo hier noch eine extra Schicht hat. Und bei der Überhose ist es eben nicht so, sondern die Überhose, der Kindspopo ist eben direkt auf der Einlage. Das ist nicht schlimm, das ist auch nicht unangenehm. Die Einlagen sind alle super weich. Und es gibt auch extra noch Fließeinlagen, die könnt ihr oben drauf legen. Und die sind dann genauso weich hier wie diese weichen Laschen hier. Das ist nämlich super angenehm. Das ist auch ein sehr, sehr schöner, weicher Fließstoff. Genau, das ist also jetzt ein Überhosensystem. Das ist das beliebteste System und das günstigste, denn eine Überhose kostet ungefähr so, wie sie ist, 20 Euro. Das fängt aber auch schon bei 10 oder 12 Euro an. Aber im Durchschnitt kostet eine Überhose 20 Euro. Während du bei einer All-in-One ungefähr mit 30 bis 40 Euro rechnen musst.
Und somit ist das Überhosensystem natürlich viel günstiger, denn ihr braucht hier nur die Überhosen und ein paar Einlagen. Das Gute auch ist, ihr braucht die Überhose auch nicht allzu oft waschen, denn wenn das Kind oder wenn die Überhose nicht dreckig ist, das heißt hier auf den Laschen oder am Rand ist kein Stuhlgang, dann könnt ihr die Einlagen einfach rausnehmen, in die Wäsche geben, die Überhose einmal auswischen und dann einfach am Wickeltisch auslüften lassen und dann könnt ihr sie beim nächsten Mal direkt wiederverwenden. Und das Ganze geht bis zu 2 Wochen. Das heißt, wenn sie erst anfängt zu stinken oder wenn sie eben dreckig ist, müsst ihr die Überhose erst waschen. Das heißt, ihr habt viel weniger Wäsche, denn ob ihr nun diese Einlagen hier wascht oder eine ganze All-in-One-Windel, ist ein enormer Unterschied. Denn wenn die ganze Waschmaschine voll mit diesen All-in-One-Windeln ist, passt da einfach nicht so viel rein. So, und mit den Einlagen ist das eben viel, viel besser. Das heißt, ihr habt weniger Wäsche und es spart unglaublich viel Geld. Denn wenn ihr die All-in-Ones zum Beispiel, ja, jetzt jede Woche direkt waschen müsst, weil ihr die All-in-One müsst ihr direkt in die Wäsche geben, so wie sie ist, dann geht das PUL einfach schneller kaputt. Und auch die Einlagen drinne. Bei vielen habe ich zum Beispiel hier bei diesem Modell schon gesehen, dass hier am Rand geht einfach der Stoff kaputt. Irgendwann ist es einfach Verschleiß da. Wenn man die Windeln immer wascht, nach jedem Mal benutzen, dann ist es einfach, gehen die einfach schneller kaputt. So, und bei der Überhose ist es eben so, wenn ihr die nur alle 2 Wochen wascht, gehen die natürlich nicht so schnell kaputt und sie halten eben länger. Und wie gesagt, wenn ihr sie mit den Einlagen bestückt, ist es auch dasselbe wie eine All-in-One-Windel. Denn viele sagen zum Beispiel, ja, ich benutze All-in-Ones immer für unterwegs, die sind einfach viel einfacher. Da stehe ich nicht hinter und tue ich selber auch nicht. Ich finde die All-in-Ones praktisch, erst recht für den Papa, weil auch wenn wir jetzt 2 Jahre mit Stoffwindeln wickeln, hat er trotzdem noch nicht so alles verstanden. Und die All-in-One ist einfach einfach. Er weiß, da ist alles drin und ich kann die so anziehen. Das heißt, wenn so ein All-in-One im Wickeltisch vorhanden ist, benutzt er immer die. Einfach, weil es am einfachsten ist. Er kann aber auch mit den Überhosen arbeiten, weil er immer weiß, 2 Einlagen, egal was, Hauptsache 2 Einlagen. So, aber die All-in-One ist eigentlich genau dasselbe wie eine Überhose mit Einlagen drin. Nur, dass ihr hier die Einlagen eben selber reintun müsst. Aber wenn ihr jetzt sagt, es ist ja viel einfacher unterwegs, wenn ich die All-in-One einfach anziehe, aber warum bestückt ihr nicht zu Hause eine Überhose mit den Einlagen und gebt das Ganze dann einfach, so wie es ist, in die Wickeltasche, dann habt ihr doch genau dasselbe wie eine All-in-One. Also ich weiß nicht, was da für unterwegs einfacher ist. Wenn die All-in-One unterwegs dreckig ist, gebe ich sie so in den Wetbag. Bei der Überhose ist es so, ich kann sie so in den Wetbag geben. Wenn ich dann zu Hause den Wetbag auseinandernehme und in die Wäsche gebe, kann ich einfach die Einlage rausnehmen. Die Überhose, wenn sie nicht dreckig ist, einmal auswaschen und aufhängen zum Trocknen. Wenn sie zu lange jetzt mit dem saugenden Teil, der natürlich nass ist, zusammenliegt, dann ist es so, dass irgendwann die Überhose komplett nass ist. So, dann würde ich sie waschen. Aber wenn ihr zum Beispiel unterwegs, so wie ich das immer mache, die Einlage einfach rausnehmen, die Einlage in den Wetbag geben und dann die Überhose einfach irgendwo lüften lassen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Besuch bei Oma und Opa seid, sollte das kein Problem sein. Wenn ihr jetzt irgendwo im Restaurant essen seid, gebe ich sie einfach immer zusammengefaltet mit in die Wickeltasche. Das ist auch kein Problem. Aber ihr könnt dieses System genauso gut unterwegs benutzen. Bei mir ist es immer so, ich bestücke die Windeln zu Hause, so wie ich sie brauche. Aber ihr könnt jetzt zum Beispiel auch einfach 2 Überhosen in die Wickeltasche schmeißen und 4 solche Einlagen. Das ist genau das Gleiche. Dann könnt ihr einfach, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Restaurant das Kind wickelt, einfach schnell die Einlage reinlegen, um das Kind rum, fertig. Also im Endeffekt ist das nicht viel schwieriger als eine All-in-One. Man braucht nur wissen, was tue ich rein und was brauche ich. Und ihr braucht eigentlich, wie gesagt, immer nur einen wasserdichten Teil und einen saugenden Teil. So, das war jetzt das System Überhose.
für mich ein wirklich tolles System und ich benutze das am liebsten, weil ich finde, man kann da super viel Kreativität auch reingeben. Das heißt, man kann da mit den Einlagen spielen, was hält am längsten, was passt dem Kind am besten. Und wenn ich jetzt weiß, okay, wir fahren jetzt super lange Auto, dann kann ich da auch noch eine Einlage mit reingeben. Ich nehme jetzt einfach mal diese hier. Stopf die einfach da hinten mit rein. Da ist der Windelpopo ein bisschen dicker, aber ich weiß ganz genau, das hält eine Stunde länger. Und genau, das ist natürlich super praktisch bei der Überhose, weil man einen eben, wie gesagt, unendlich sozusagen bestücken kann mit Einlagen. So, machen wir weiter mit dem... Ja, es ist ein System, fast wie eine Überhose. Und zwar ist es das All-in-Two. Denn wir haben hier außen einen Jersey-Stoff. Und jeder weiß, Jersey-Stoff ist nicht wasserdicht. Also wenn ich jetzt ein T-Shirt nehme und das unter das Wasser halte, ist einfach nass. Ja? Und das hier ist hier außen eben auch ein Jersey-Stoff. Das heißt, er ist nicht wasserdicht. So. Um diese Windel jetzt wasserdicht zu bekommen, brauchen wir natürlich irgendwas, was PUL-ähnlich ist. So. Oder eben PUL ist. Und zwar ist hier eine Wanne eingeknöpft. Seht ihr das? Das ist eben so eine kleine Wanne, die hier eingeknöpft ist. Und die ist aus PUL und die ist damit wasserdicht. Das Ganze ist eine All-in-Two, denn ihr habt einmal die Außenhülle aus Jersey und die Innenwanne, die hier wie gesagt eingeknöpft ist, aus PUL. Dieses System ist nicht mein System. Die Windeln passen meiner Tochter einfach nicht so gut und es ist einfach nicht meins. Trotzdem wollte ich es euch einmal vorstellen, weil es gehört einfach dazu. Es ist auch einfach ein Stoffwindelsystem. Und vielleicht ist es für euch genau das Richtige. Denn ihr könnt hier, wie bei der Überhose, wieder die Einlagen selbst bestimmen. So, das heißt, ihr habt jetzt hier den wasserdichten Teil mit der Wanne und mit dem Außenstoff. Und da könnt ihr jetzt hier in die Wanne einfach die Einlagen reingeben. Und damit ist die Windel wasserdicht, weil die Wanne eben, wie gesagt, wasserdicht ist. So, wenn die Windel jetzt voll ist, dann könnt ihr auch hier, wenn die Wanne sauber ist, von außen hier, könnt ihr die Einlagen einfach in die Wäsche geben und die Windel, so wie sie ist, wiederverwenden. Wenn die Wanne dreckig ist, könnt ihr die Wanne ausknöpfen und ebenfalls in die Wäsche geben. Aber wenn der Außenstoff sauber ist, könnt ihr den einfach wiederverwenden. Das heißt, man kann diese Wannen einzeln kaufen und ihr kauft dann einfach ein paar Wannen, zwei, drei von diesen Außenstoffen und dann könnt ihr immer die Wannen hier wieder neu einknöpfen. Dann gebt ihr neue Einlagen rein und ihr könnt sozusagen fast den ganzen Tag mit der gleichen Außenwindel euer Kind wickeln. Denn die wird ja im Endeffekt nie dreckig oder hat nie Kontakt zu Urin. So, wenn die Außenhülle natürlich auch dreckig ist, was auch mal hier passieren kann, dass hier ein bisschen Stuhlgang rüber geht, erst recht bei dem kleinen Muttermilchstuhl, dann könnt ihr die ganze Windel, so wie sie ist, einfach in die Wäsche geben. So, aber wenn nicht, könnt ihr, wie gesagt, die Außenhülle so oft benutzen, wie ihr wollt und nur die Innen- bzw. die Wanne ausknöpfen und die Einlagen immer wechseln. Sonst im Endeffekt ist das hier fast dasselbe wie eine Überhose. Nur, dass hier der wasserdichte Teil eben die Wanne ist. Der Nachteil jetzt bei dieser Windel ist, ja, dass die meiner Tochter nicht so gut passt und dass ihr hier immer verschiedene Größen kaufen müsst. Das heißt, da gibt es zum Beispiel S, M, L, XL. Wir haben jetzt hier bei Lia die Größe L schon erreicht. Das seht ihr gar nicht. Aber ihr müsst hier halt eben öfter die Windel neu kaufen, weil das Kind schneller rauswächst. Das heißt zum Beispiel S ist, glaube ich, die Newborn-Größe. Das ist ja auch normal. Da haben wir ja hier ja auch die Newborn-Größe. Und dann geht es weiter mit M und mit L und mit XL. Das heißt, da müsst ihr öfter tauschen, weil die, wie gesagt, nicht so lang mitwachsen. Und was ich hier auch noch nicht so gut finde, ist einfach, dass viele Einlagen von uns nicht reinpassen. Also die
Die Booster hier bekomme ich gerade noch so rein, aber mit unseren großen Einlagen wird es schon unmöglich. Das heißt, man muss hier eigentlich schon fast zwangsmäßig die originalen Einlagen nehmen, die natürlich sehr, sehr teuer sind. Weil nur die passen hier im Endeffekt rein. Und das heißt, wenn ihr mit diesem System wickeln wollt, braucht ihr eigentlich, also muss man sich eigentlich fast komplett für dieses System entscheiden, weil man dann nur die passenden Einlagen kaufen kann und natürlich auch Unmengen, also nicht Unmengen, aber viele von diesen Wannen braucht und natürlich auch 2 bis 3 von diesen Außenwindeln hier. Das Schöne bei der Windel ist, dass die Außen natürlich aus einem Jersey besteht und dadurch sehr, sehr weich ist und sehr angenehm. Und ja, dass ihr ja auch hier selber entscheiden könnt, was tue ich rein. Und dass ihr halt auch wirklich die Außenwindel eigentlich fast nie waschen müsst, sondern immer nur die Wanne waschen müsst. Aber wie gesagt, ob das ein System für euch ist, müsst ihr entscheiden. Für mich ist es wie gesagt nichts, aber wir haben sie trotzdem da und wir benutzen die Windel auch, wie ihr seht, die ist schon sehr, sehr gebraucht. Genau, das ist also das System All-in-Two. Dann gibt es noch die Nachtwindeln, die habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Da gibt es einmal hier die Newborn-Größe und einmal hier die normalen, die One-Size. Und zwar die Nachtwindeln sind komplett ein saugender Teil. Das heißt, die haben keine wasserdichte Schicht hier. Also das Äußere hier ist wieder ein Jersey-Stoff und ist nicht wasserdicht. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz große Einlage zum Rumwickeln. Also, wenn ihr die aufmacht, sieht die Windel von innen so aus. Ihr habt hier nochmal eine extra Einlage drin. Bei den Newborns sind das jetzt sogar hier 2. Die ist meistens immer zum Einknöpfen. Das heißt, ihr könnt die hier so rausknöpfen. Denn Neugeborene brauchen zum Beispiel meistens immer nur diesen Teil hier, weil die ja, viel, viel öfter gewickelt werden als zum Beispiel die Großen. Aber falls ihr dann doch die Einlage braucht, könnt ihr die einfach hier mit reinknöpfen und dann ist das eigentlich ein komplett saugender Teil. Also diese Höschenwindeln sind eigentlich für die Nacht oder für Vielpiesler, so sagt man immer, weil sie wirklich sehr, sehr lange saugen und bei uns wirklich 12 bis 13 Stunden halten. Und auch die Außenhülle ist hier eigentlich nur eine große Einlage zum Drumwickeln. Das ist, wie gesagt, für die Nacht sehr, sehr praktisch, weil bei den Großen zum Beispiel, wenn die durchschlafen, da wickelt ihr ja nicht in der Nacht ein paar Mal. Und bei den Neugeborenen, wie gesagt, auch sehr praktisch, wenn die viel, viel pinkeln, dann hält so eine Windel natürlich viel, viel länger als eine Überhose mit Einlagen. So, das hier ist jetzt eine One-Size-Windel. Die ist genauso aufgebaut wie die kleinen, nur dass wir hier noch eine extra Einlage haben, und zwar meistens so eine kleine hier. Und eine große, die man falten kann. Auch diese faltbare Einlage könnt ihr einfach rausknöpfen, hier mit 2 Knöpfen. Und dann sieht die Windel so aus, ist also auch wieder eine komplette Einlage, wie ihr seht. Ne? Also die ist außen auch nicht wasserdicht, ganz, ganz wichtig, und saugt komplett. Die Flügel, alles saugt hier Flüssigkeit auf. Das heißt, wenn ihr die so unter Wasser haltet, der saugt alles auf. Bei uns, wie gesagt, halten die 12 Stunden. Wenn dieses System mit diesen, ja, 3, 4 Einlagen eigentlich trotzdem nicht über Nacht reicht, könnt ihr auch hier einfach noch einen Booster mit reingeben. Das heißt, über diese ganzen Einlagen legt ihr einfach nochmal eine Einlage drüber und dann hält das Ganze noch ein bisschen länger. Das müsst ihr einfach anpassen und mit jeder Einlage könnt ihr da sozusagen so ein bisschen spielen, wie lange das bei euch halten soll und wie lange es bei euch halten muss für die Nacht. So. Bei Lia reicht jetzt diese Kombination. Also wir haben hier die kleine Einlage und die lange Einlage, die man eben einmal so faltet. Und natürlich dann noch die komplette Windel, die ja im Endeffekt auch noch richtig viel saugt. Genau. Das ist also das System Nachtwindel bzw. Höschenwindel. So. Und wer jetzt richtig zugehört hat, weiß, man braucht einen saugenden Teil, das hier, und einen wasserdichten Teil. Das heißt, wenn ihr die Windel jetzt so anzieht, ist euer Kind nass. Und zwar, ja, nach 2 Stunden ungefähr, bis es hier endlich durch ist. Das heißt, nicht so schön. Denn ihr braucht natürlich dann noch einen wasserdichten Teil. Der wasserdichte Teil kann bei euch sein,
Eine Überhose, natürlich. Weil eine Überhose der wasserdichte Teil ist. Die könnt ihr einfach über die Windel anziehen. Also ihr zieht die Windel an, knöpft die zu um euer Kind und dann zieht ihr einfach die Überhose nochmal drüber. So. Und fertig ist eure Nachtwindel. Diese Überhose ist jetzt also der wasserdichte Teil und die Höschenwindel ist die saugende Einlage sozusagen. Und in dieser Kombination könnt ihr nachts wickeln und es hält bei uns, wie gesagt, 12 Stunden. Es gibt statt der normalen Überhose auch sogenannte Wollschlupfhosen. Das Thema Wickeln mit Wolle ist nochmal ein sehr kompliziertes und ein sehr langes Thema. Da habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch hier oben. Aber ich wollte es dennoch kurz anschneiden, denn in der Nacht wickeln wir tatsächlich am meisten mit sogenannten Wollschlupfüberhosen. Das sind diese hier, so sehen die aus. Und was ist jetzt der Vorteil daran? Ihr habt hier oben richtig schöne, weiche, elastische Bündchen. Genauso wie hier an den Beinchen. Und es ist eigentlich wie so ein kleiner Schlippi, den ihr einfach über die Überhose drüber gebt. Das heißt, ihr zieht über die Höschenwindel. Ihr zieht diese Höschenwindel eurem Kind an und statt die normale, habe ich sie jetzt hier, die normale Überhose rüber zu ziehen, zieht ihr einfach diese Höschen, diese Schlupfwindel drüber. Und dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, hier wäre der wasserdichte Teil diese Höschenwindel. Denn wenn ihr die Höschenwindel aus Wolle fettet mit sogenanntem Wollfett oder Lanolin, das ist Fett aus, aus der Wolle von Schafen sozusagen, dann ist diese Überhose wasserdicht. Das klingt total verrückt, weil es eben Wolle ist, die man, wenn ich sie jetzt so unter den Wasser ranhalte, komplett nass wird. Aber sobald ich sie fette, ist sie eben wasserdicht. Und wie gesagt, das Thema Wickeln mit Wolle ist sehr speziell und wie gesagt, habe ich da schon mal ein Video zu gemacht, würde ich aber nochmal gern machen. Aber ihr könnt diese Wollschlupfüberhosen auch, wie gesagt, für die Nacht sehr, sehr gut benutzen. Oder viele benutzen die auch für Neugeborene sehr, sehr gerne, weil sie eben hier wirklich sehr angenehm an den Beinchen sind. Da schnürt nichts ein, wie zum Beispiel jetzt bei einer Überhose. Da kann es sein, dass das Kind natürlich ein paar Abdrücke hat durch die Bündchen oder auch wenn das oben mal ein bisschen zu fest geschnürt ist, dass es einfach drückt. Und das ist hier bei der Wollschlupf natürlich nicht. Das ist natürlich total angenehm für die Nacht, weil wer schläft doch nicht gern bequem. Und da ist es natürlich super angenehm, wenn man dann so einen kleinen Schlippi hier sozusagen drum hat. Das könnt ihr also, wie gesagt, als wasserdichten Teil einfach über die Höschenwindel geben und dann so für die Nacht kombinieren. So, nochmal ganz kurz auf die neugeborenen Windeln. Da gibt es natürlich auch All-in-Ones, so wie diese beiden hier. Einmal mit dem runtergesnappten Snap. Und einmal mit Klettverschluss. Das heißt, da ist auch alles drin, was man braucht. Dann gibt es dort auch Pocketwindeln bzw. Überhosen. Das hier ist jetzt eine Überhose. Da steckt man also auch wieder die Einlagen einfach rein und kann die so verwenden. Und es gibt hier auch Überhosen. Das ist jetzt genau dieselbe hier wie die in groß. Nur, dass sie halt eben etwas kleiner ist. Aber auch hier könnt ihr super die Einlagen reintun und dann einfach so wickeln. So, und dann wollte ich natürlich noch über die Vor- und Nachteile sprechen von Stoffwindeln. Das heißt, lohnt sich das Ganze überhaupt? Wie teuer ist es? Was brauche ich eigentlich alles? Und was ist jetzt der große Unterschied zu Wegwerfwindeln? Fangen wir an mit dem großen Unterschied zwischen Stoffwindeln und einer Wegwerfwindel. Der größte Unterschied ist eigentlich das Material der Wegwerfwindel. Denn wir haben hier eigentlich nur Chemikalien drinne. Und wenn man sich überlegt, dass diese kleine, dünne Windel 3 bis 4 Stunden saugt, dann muss man sich erstmal überlegen, wie schafft diese Windel das? Und vor allem, wie hält diese Windel das Ganze dicht? Denn wir haben ja hier keinen wasserdichten Außenstoff. Es ist einfach reine Plastik- und Chemikalienbombe. Wegwerfwindeln bestehen aus Brandschutzmitteln. Das muss man sich mal vor Augen führen. So,
Die Reste, denn auch das wird nicht komplett verbrannt, werden unter der Erde bei uns vergraben und gelagert. Und ja, auf das ist es ja, nicht so schön, sagen wir es so. Außerdem stinken die Windeln wirklich sehr extrem nach Urin. Ich merke das bei meinem Neffen. Der wird mit Wegwerfwindeln gewickelt und ja, nach einer Stunde ist es einfach fast nicht mehr auszuhalten. Es stinkt einfach extrem nach Urin. Und es ist nicht der richtige Uringestank, wie jetzt bei meiner Tochter mit Stoffwindeln, sondern es ist ein ja, zusammengesetzter Uringestank. Man riecht einfach förmlich die Wegwerfwindel. Denn im Endeffekt ist es wie eine große, kleine Plastiktüte, die ich um mein Kind herumwickel, wo ein bisschen Brandschutzmittel reingeschmissen wird, was dann im Endeffekt die Pipi aufsaugt. Genau. Das ist also eine Wegwerfwindel, wenn man sie mal genau betrachtet. Eine Stoffwindel besteht aus natürlichen Fasern, unter anderem Baumwolle zum Beispiel. Eine Stoffwindel besteht innen aus Baumwolle oder aus Bambus und außen aus Polyester. Das ist eben dieser wasserdichte Stoff. Kein Plastik um den Popo unseres Kindes. Ganz wichtig betonen möchte ich dabei atmungsaktiv, denn in dieser Windel sind es immer 1 bis 2 Grad mehr. Denn dieses Brandschutzmittel reagiert mit Urin und es reagiert mit Wärme. Und das heißt, euer Kind hat immer einen warmen Popo, was bei Jungs wiederum für schlechte Spermienqualität sorgen kann. Außerdem ein großer Punkt ist der Preis. Wenn ihr 3 Jahre oder 2,5 Jahre mit Wegwerfwindeln wickelt, kostet es zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Das ja, wird einem gar nicht bewusst, weil man immer nur 1 oder 2 Packungen Windeln kauft und die kosten ja immer nur so 5 bis 10 Euro. Aber wenn man das summiert, dann kommt da schon einiges zusammen. Wickelst du mit Stoff, kannst du starten mit 300 bis 400 Euro. Und das heißt, du kannst mehrere Kinder damit wickeln. Das heißt, wenn du das zum Beispiel alles kaufst beim ersten Kind, kannst du durchaus beim zweiten und dritten auch noch damit wickeln. Wenn du nach dem ersten Kind sagst, ich möchte kein weiteres Kind oder du bist schon beim letzten angekommen, kannst du trotzdem gerne mit Stoff wickeln, denn Stoffwindeln lassen sich super wiederverkaufen. Du bekommst dort 50 bis 70% vom Neupreis, wenn du sie gebraucht verkaufst. Das heißt, wickelst du mit Stoff, bist du für 3 Jahre bei dem günstigsten System bei 300 bis 400 Euro. Während du für 3 Jahre bei Wegwerfwindeln bis zu 3.000 Euro ausgibst. Das günstigste System bei Stoffwindeln heißt das Überhosensystem. Das habe ich euch ja bereits vorgestellt. Das heißt, da kauft ihr nur die Überhosen und eine gewisse Ladung Einlagen. Wenn ihr jetzt nur mit All-in-Ones wickelt, ist es natürlich teurer. Da könnt ihr auch durchaus mal bei 700 Euro landen. So, und weiter geht's mit den Fragen, was brauche ich alles eigentlich für ein Stoffwindelkind und was kommen da für Kosten auf mich zu? Also Kosten haben wir ja gerade schon besprochen. Da könnt ihr mit dem günstigsten System, Überhosensystem, bei 300 Euro anfangen. Und wenn ihr mit rein All-in-Ones wickeln wollt, könnt ihr da durchaus bei 700 Euro landen. Das ist wie gesagt vom Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Und natürlich auch, welches System ihr eben nehmt. Viele Bundesländer bieten auch eine Starthilfe an. Oder ein Stoffwindelbonus, das heißt, ihr bekommt zwischen 100 und 200, 300 Euro gestellt für die Stoffwindelausstattung. Das machen nicht alle Bundesländer, aber in einigen bekommt man da, wie gesagt, schon einen Bonus. Das müsst ihr einfach erfragen. So, und dann die Frage, was brauche ich? Also, wenn ich jetzt überlege, so eine Windel hält 4 Stunden und in der Nacht trägt meine Tochter diese Windel, diese Höschenwindel für 12 Stunden. Das heißt, ihr müsst schon mal überlegen, ich brauche pro Nacht eine Höschenwindel. So, da müsst ihr überlegen, wie oft möchte ich waschen. Und dementsprechend müsst ihr schauen, wie viele Windeln brauche ich. Sagen wir jetzt einfach mal, wir waschen alle 4 Tage. Ich wasche alle 6 oder 7 Tage, aber sagen wir waschen alle 4 Tage. Da brauchen wir auf jeden Fall 4 Höschenwindeln. Ich sage immer, am besten ist es, ein Backup zu haben, das heißt 5. Denn wenn das Kind doch mal nachts wach wird und man möchte es doch nochmal wickeln, dann hat man ein Backup. Und
Vielleicht schafft man es auch gerade nicht, am vierten Tag zu waschen. Man hat irgendwie was Wichtiges vor oder einen wichtigen Termin oder man ist nicht zu Hause. Dann ist es auch durchaus praktisch, ein Backup zu haben. Dementsprechend habe ich, ich glaube sogar 9 Höschenwindeln. So, und dann heißt es natürlich, möchtest du mit All-in-Ones wickeln oder möchtest du das Überhosensystem nehmen oder möchtest du mit Pockets wickeln? Eine Windel hält ungefähr 4 Stunden, 3 bis 4 Stunden. Das heißt, wir brauchen 3 bis 4 am Tag. So, und dann beginnt ja die Höschenwindel, wie gesagt, über die Nacht. Das heißt, wenn du mit All-in-Ones wickelst, brauchst du jetzt 4 oder 5 All-in-Ones am Tag. Auch da habe ich gerne ein Backup am Tag, weil es kann immer sein, dass das Kind frisch gewickelt ist und dann Stuhlgang hat und dann wickelt man es direkt nochmal. Das passiert bei uns auch ganz oft, das heißt einfach pro Tag nochmal eine Windel extra. Das heißt, wir rechnen jetzt mal mit 5 All-in-Ones am Tag und das heißt wiederum bei 4 Tagen 20 All-in-Ones. Wenn du mit Überhosen wickelst, ist es so, dass du im Endeffekt nur eine Überhose am Tag brauchst. Denn die Überhosen, wenn die nicht verschmutzt sind, kannst du sie, wie gesagt, wiederverwenden und einfach auslüften lassen. Das heißt, du brauchst 2 Stück am Tag, die du immer wechselnd kombinieren kannst und benutzen kannst. Also 2 Überhosen am Tag, wenn die nicht dreckig sind, kannst du die allerdings am nächsten Tag auch wiederverwenden. Das heißt, wir rechnen jetzt einfach mal mit 2 Überhosen am Tag. Und das heißt auf 4 Tage 8 Überhosen. Mega günstig, bist du nachher bei 160 Euro für komplett Überhosen. Und dann brauchst du natürlich noch Einlagen. Da nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel diese 2. So ein Booster kostet ungefähr 2 Euro das Stück. Und so eine Prefall ungefähr auch 2 bis 3, 4 Euro das Stück. Brauchst du 4-mal täglich, einfach um die Windel immer auszutauschen. Wir rechnen hier jetzt auch einfach mal mit 5. Denn auch da, wie gesagt, gern ein Backup immer da haben. So habt ihr ein gutes Backup. Das heißt, wie gesagt, immer eine Windel pro Tag mehr rechnen und eine Höschenwindel pro Tag, pro Tag mehr. Dann habt ihr einfach ein gutes Backup und könnt sehr, sehr gut, sehr, sehr lange wickeln. Wie gesagt, 4 Tage, dann wascht ihr. Und ihr müsst dann natürlich noch berechnen, dass an dem Waschtag müsst ihr auch noch mit Stoff windeln. Das heißt, entweder ihr wascht direkt am 4. Tag und mit dem Backup seid ihr dann beim 5. Tag und dann sollten die Windeln vielleicht gerade so trocken sein. Ja, ich würde da vielleicht noch ein Backup nehmen, falls die Windeln dann doch nicht trocken sind, wenn es mal ein bisschen kälter ist draußen oder so. Genau. Also da müsst ihr einfach schauen, wie oft möchte ich waschen. Und dann einfach berechnen, 5 Windeln am Tag plus eine Höschenwindel. So, und das war's jetzt auch. Es ist ein mega langes Video, aber ich wollte euch einmal das komplette System Stoffwindeln präsentieren. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und vielleicht auch die ein oder andere Frage beantworten. Ich verlinke euch noch meine 2 Lieblings-Online-Shops für Stoffwindeln unten in der Infobox. Das ist einmal Fratzhosen und Stoffwindel-Shop. Da habe ich fast meine komplette Ausstattung gekauft und da findet ihr wirklich alles. Auch Thema Wollwickeln, da findet ihr auch dazu alles. Und bei Fragen könnt ihr euch, wie gesagt, immer gerne melden, bei mir, per Instagram oder auch hier bei YouTube. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!